Servus Leute, da bin ich wieder. Mich hat heute ein Paket erreicht und zwar vom lieben Jan von Korgans. Der Gute hat ein Gewinnspiel gehabt und da habe ich tatsächlich was abgesahnt. Freue ich mich natürlich sehr. Dankeschön. Ja, und ihr seht, das ist ein ziemlicher Trümmer. Und da ich weiß, dass der Jan immer verdammt geile Sachen bei sich im Shop hat, hätte ich gedacht, dann machen wir mal ein Unboxing. Und falls euch interessiert, was da drin ist, dann bleibt da gerade dabei. Viel Spaß. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe was gewonnen. Geil. der Jan von Korgans, der hatte Gewinnspiellaufe gehabt. Und zwar hat er im Dezember, der hat ja auch einen YouTube-Kanal mittlerweile. Ich mache euch mal hier oben den Link rein, schaut mal vorbei. Und auf seinem YouTube-Kanal hat er im Dezember jeden Tag sozusagen als Adventskalender hat er eine Person gezogen, die im Laufe des Jahres 2020 bei ihm eine Piu-Piu gekauft hat. Und ich glaube am 16. oder so war es dann soweit, habe ich dann was gewonnen. Yeah. Und ich habe da gesehen, bei der Auslosung hat er da ein paar Sachen gezeigt aus dem Karton, aber nicht alles. Und der Jan hat ja einen Shop für, also klar, einen Shop für Jäger, für Sportschütze. Hat aber auch viel taktische Sache, viel Sache für Bushcraft und Outdoor und so, Rucksäcke. Ich habe da auch mal einen Rucksack von ihm geschenkt bekommen, wo ich mal vorgestellt habe. Das war der Core Range Pack, war das. Ich mache euch mal hier oben einen Link rein. Das war ein Slingback und der war richtig geil. Schaut euch das Teil mal an auf jeden Fall. Ja, und weil ich halt weiß, dass da ein paar geile Sachen drin sind und dass der immer coole Sachen in seinem Shop hat, habe ich gedacht, wir packen es einfach mal zusammen aus, falls ihr Bock drauf habt. Und schau mal, was drin ist. Also ich freue mich tierisch. Ich habe gerade auch gesehen hier, kann das lesen, mit Liebe aus Mannem. Das heißt doch schon mal was Gutes. Gut, dann schauen wir mal rein. Sorry, wenn meine Stimme heute ein bisschen angekratzt ist. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber ich denke, das geht doch ganz gut. Und ich wollte jetzt unbedingt das Paket aufmachen. Ja, Spydercore UK PK. Ist da ja ein geiles EDC-Messer und natürlich für Pakete perfekt. Doppelt so nebenbei. So, also es sind nicht nur Sachen vom Jan drin aus seinem Shop, sondern es sind auch von Sponsoren, wo ich da beteiligt habe bei dem Gewinnspiel. Die sind auch mit drin, so viel ich weiß. Aber schau einfach mal, oh liebe Leute, das Ding ist randgefüllt. Wie geil ist das, ja? Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich lege den Karton mal am besten ein bisschen zur Seite. Da fangen wir mal ganz oben an. Wir haben hier eine DVD, eine Jagd-DVD. Sehr geil. Wild Boar Fever 4. Hunters Adventures Video. Cool, eine Jagd-DVD. Ich interessiere mich sehr für die Jagd, habe leider noch keinen Jagdschein, aber muss das auf jeden Fall die nächsten Jahre nachholen. Das machen wir mal runter. Dann, ah, oh, sehr geil, ein Türschild aus Blech. Und zwar das Guns & Bacon, mein absolutes Lieblings-T-Shirt von Knall Yoga. Sehr cool, dass ich genau das erwischt habe. Das kriegt einen Ehrenplatz von mir. Ich finde das Motiv so geil. Gibt es als Patch, als Shirt, also wirklich, aber... Als Schild, perfekt. Oh, das gefällt mir jetzt schön. Dann haben wir hier ein paar coole Aufkleber von Hornady. Sehr nice. Noch einer. Dann geht's schon los mit den ersten T-Shirts. Und zwar, oh Gott, XXL. Da können wir gleich ein Giveaway machen. Und zwar hier, cooles Design. Schieße, Ladies und Barbecue. Das ist, hört sich doch gut an. Ja, Jan, das ist leider XXL.
Ihr wisst, ich bin nicht gerade der Größte, aber das nehmen wir mal dann auf jeden Fall mal für ein Giveaway irgendwann, würde ich mal sagen. So, mal weiter. Ah, cool, ein Cappy. Cappy von Bushnell. Können wir doch gleich mal austauschen fürs Video. So, passt auch anständig, sehr schön. Dann, mit was machen wir weiter? Ah, sehr cool, eine Boss Snake. Das ist eine Reinigungsschnur. Und zwar ist das, dass man nicht jedes Mal nach dem Schießen die Waffe putzen muss. Wird die gerade dann hier durchs Patronenlager von innen, also durch den Lauf nach außen gezogen. Macht man hier ein bisschen Öl drauf. Dann ist hier Messing, müsste das sein, glaube ich. Macht mal ein bisschen Öl drauf und dann zieht es hier der ganze Dreck aus dem Lauf raus. Das sollte 9 mm sein und wenn es 9 mm ist, kann man es also nehmen. 9 mm, 357 oder 38 Spezial. Genau, sehr geil. Kann ich immer brauchen. Weiter geht's. Hier haben wir lauter geile Sticker. Zum Beispiel hier, ich glaube mit einer Winchester Unterhebelrepetierer. Also richtig gediegene Sticker auf jeden Fall. Was ich mit denen mache, weiß ich noch nicht genau, aber da findet man immer was. Dann haben wir Schlüsselanhänger. Sehr cool. Also Leute, ich glaube, da sind sehr viele Sachen fürs nächste Giveaway dabei, würde ich mal behaupten. Sehr cool. Noch einer. Hier ein Knall-Yoga. Ja, also die Dinger. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall ein Armband, auf jeden Fall. Moral, Armbänder, was weiß ich. Eine Schießbrille. Beziehungsweise eine Sonnenbrille eher. Und mit Schwarz schieße. Oh, aber die ist bequem. Sehr cool. Was haben wir noch? Ein Patch. Ja, den habe ich schon. Der ist sehr cool. Da ging es um die Waffengesetzverschärfungen. Finde ich eine richtig coole Patch, wo er da gemacht hat, der Jan. Ban Idiots, Not Guns. Pro Europe contra stupid EU laws. Ja, hat er damals eine richtig coole Aktion gehabt. Habe ich natürlich auch mitgemacht. Dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich ein Kissebezug, denke ich mal, genau. Genau. Ein AR-15 Kissebezug. Müsst ihr euch halt noch das passende Kissen dazu kaufen, wenn euch für sowas interessiert. Ja, wie gesagt, sind halt alles Sachen für Jäger und Sportschütze. Ist natürlich nicht jedem seins, aber ich finde es ganz cool. Der Jan hat einfach so richtig, finde ich, es geschafft, was zu machen, um den ganzen Sport, Jagdsport, Schießsport, ein cooles Licht zurück, wie ich finde. Und das ist doch cool. You sexy Motherfucker. Also ich finde das Zeugs klasse, ganz ehrlich. Mir gefällt es. Meine Frau wird natürlich nicht so begeistert sein, wenn man die Sache hier überall in der Wohnung verteile. Aber schau mal. Gott, wie viele Kissebezüge sind das? Leute, müssen wir unbedingt Giveaways machen. Ich will jetzt aber auch nicht alle aufmachen hier.
Und das ist alles ein Gewinn vor allem, ne? Aktiver Naturschutz durch Jagd. Jawohl. So, das hatte man schon offen. Haben wir hier noch. Oh, Texas. Sehr geil. Sehr, sehr cool. So, und jetzt kommen die richtig geile Sache, glaube ich. Oh, sehr nice. Der ganzen Bacon Patch, beziehungsweise das ist zum Aufbügeln, ist das, glaube ich. Aber da kann man ja auch einen Clip drauf machen. Dann habe ich den endlich als Patch. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Kann man immer brauchen, aber ist jetzt nicht ganz so mein Style. Aber ich denke, mir wäre das Video jetzt mit der Brille wahrscheinlich beenden. Nee, machen wir nicht. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und zwar, ich glaube, ich habe euch ja mal, wie gesagt, vom Jan den den Core Range Pack oder Bag vorgestellt, den Slingback, den großen. Und ich meine, dass das hier der kleine dazu ist. Und ich glaube, der hat eine richtig gediegene Größe. So als EDC-Tasche, würde ich mal behaupten. Hier vorne ein kleines Fach. Ich will jetzt kein Review machen oder so. Hier hat er ein paar Fächer drin. Ja, den habe ich schon mal gesehen bei ihm. Auf der Homepage habe ich den mal gesehen. Hier hat er nochmal Unterteilungen drin. Ja, das ist ein richtig cooler EDC, ein EDC-Männertischle, sage ich jetzt mal. Dann machen wir natürlich gleich mal ein Patch drauf, wenn wir schon eine zur Hand haben. Zack. Drum drauf, scheißegal. Dann könnt ihr euch schön. Ja, der hat eine richtig gute Größe so für. Einfach mal zum Rausgehen hier, was weiß ich, Handy, Geldbeutel, Taschenlampe und so. Das Coole finde ich mittlerweile bei den Slingbacks, dass ihr die wirklich hier schön auf der Brust auch tragen könnt. Also richtig praktisch. Ja, den werde ich jetzt ein paar Mal mitnehmen. Und dann sage ich euch, wie er sich bewährt hat. Cool. Ich sehe, hier liegt noch was richtig Geiles gerade. Aber wir gucken mal, ob wir noch ein paar kleine Sachen. Ah, da ist noch wieder was. Was ist denn das für ein Patch? We make your day, Vimax, Waymax. Kenne ich jetzt nicht, aber der Patch sieht cool aus auf jeden Fall. Sag mal, geht's damit nicht besser? So. Sagt mir jetzt nichts. Muss ich mal gucken. Aber Patches kann man nie genug haben. Regler und Kochaufkleber. Dann haben wir hier noch zwei Kulis von Heckler & Koch. Auch sehr nice. Und jetzt, oh, und hier noch ein Armband. Heckler & Koch. Sehr cool. Ziehen wir auch noch gleich an. Und jetzt sehe ich hier eine Softshell-Jacke. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Größe. XXL. Ich glaube, wenn ich Glück habe, jetzt in China-Größe, dann passt sie mir. Wenn nicht, dann nicht. Schauen wir mal. Ja, also ich muss sagen, die passt fast wie angegossen, muss ich sagen.
In der Ärmel ein kleines Stückchen zu lang, aber die kann man ja schön hier mit dem Bund zumachen. Echt cool. Patchfläche, mega viele Tasche, wasserdichte Reißverschlüsse, Kapuze, und zwar eine richtig gute Kapuze. Ich habe ja schon ein paar von den Jacke in verschiedene Farben. Das ist auch wieder eine aus China, die wäre halt China produziert mit Sicherheit. Richtig. Und da gibt es schon extreme Qualitätsunterschiede, weil ich habe schon vor Jahren schon welche bestellt, zum Beispiel in China. Und die erste, wo ich da gehabt habe, die war so wirklich grottenschlecht, muss ich echt sagen. Aber ich habe auch gute schon gehabt. Die hier fühlt sich wirklich einwandfrei an. Und grau, muss ich sagen, also ganz ehrlich, ich würde mir niemals eine graue Jacke bestellen. Grau ist ja das neue Schwarz, sagt man ja eigentlich, ne? Aber dieses Grau jetzt finde ich richtig geil, weil es einfach, das seht ihr jetzt nicht, aber es ist echt cool, die Farbe. Jetzt brauchen wir die Scheiße, die könnten wir auch so anziehen. Wenn man mal nicht in geheimer Mission ist. Ne, echt saumäßig cool. Geht schön über den Arsch drüber. Perfekt. Ja. Also. Ihr habt gesehen, ein Haufen Zeugs war da jetzt dabei bei dem Paket. Und Patchfläche natürlich, ne? Den hier finde ich richtig geil zum Beispiel. Den werde ich jetzt ein paar Mal mitnehmen im Alltag und dann sage ich euch, wie er ist. Cool. Sehr viel, also wie gesagt, gerade mit den Kieselbezügen und alles hier. Oder das T-Shirt in, was war das? Das T-Shirt in XXL, also das sehe ich direkt, dass mir das nicht passt. Ich glaube, gerade bei so Sachen hier, das schreit doch nach Giveaway. Und da würde ich sagen, die hier zum Beispiel, ja, machen wir aber jetzt direkt, weil Giveaway ist gerade beendet, war das letzte von den 1000 Abonnenten. Ja, coole Sache. Jan, vielen Dank. Hab mich sehr gefreut, das ist schon wirklich ein riesen Paket. Wie gesagt, guckt mal bei ihm im Shop vorbei. Bei Corgans und auch bei Knalljoga. Er macht, wie gesagt, viel Sache für Sportschütze und für Jäger, für den Jagdsport. Hat natürlich auch einen Online-Handel für Gewehre etc. und so. Aber wie gesagt, er verkauft auch viel Sache hier, so Just for Fun Sache hier. Oder auch, wie gesagt, die Rucksäcke, die Jacke und so. Hat auch einen coolen Kanal, ganz recht neu noch, sage ich mal, wo er viele Sachen vorstellt. Mache ich euch auch mal hier einen Link rein. Ich habe ihn auch schon mal getaggt bei der unter 1000 Abo Challenge. Und ja, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ich bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Wenn das erste Mal hier da seid, lasst mal ein Abo da, würde ich mich noch mehr freuen. Schreibt mal einen Kommentar drunter. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu langweilig für euch. Mich hat es einfach gefreut hier, dass ich so ein riesen Paket habe. Dann habe ich gedacht, vielleicht interessiert es euch, wenn man das zusammen auspacke. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, oh Gott, das sieht jetzt bescheuert aus. Nehmen wir die hier. Ah, geht so. Also, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dort noch. Ciao.